So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir haben gerade, ich zeige es euch gleich, wenn mein Gespräch hier zu Ende ist. Jinyu sagt, das ist der Ort, seltsam. Wo ist Chichong? Ich weiß immer noch nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber egal. Chichong, Chichong, ja, das Kind ist wieder losgezogen, um in den Tiefen des Bergwerks eine Karte zu zeichnen. Was? Sie hat diese Karte gezeichnet, als ihr weggegangen seid. Sie sollte wieder in die Tiefe gehen. Bitte sagt Eve für mich, dass es gefährlich ist und dass sie nicht das Risiko eingehen soll, alle zu verlassen und abzustürzen. Wenn sie noch mehr Ärger macht und alle in den Abgrund zieht, wird Jinwus Forst keine Gnade walten lassen. Okay, aber grausam. Was ist denn los mit dir, Jinwu, Alter? Chill mal. Das ist viel zu aggressiv gerade. So, wir haben endlich eine Karte. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier Teile, die man nicht durchqueren kann. Also ist einfach so straight runter nicht möglich. Wir sind schon gut gelaufen und werden auch weiterhin so laufen. Nice! Verstärkung des Lumenstein-Katalysators. Sammle. Oh, okay, zu spät. So, wir haben dieses Licht hier aktiviert. Also, wenn ihr hier so Lichter, die sind so umrandet, sehen solltet, dann müsst ihr die aktivieren mit eurer Power und dann erscheint sozusagen die Animation, so wie gerade eben. Ort, wir sind hier am zweiten Teleporter. Hier kommt ihr rein, ihr läuft weiter und dann sind wir da. Jetzt reden wir mal mit ihr, damit wir unseren Lumenkristall aufleveln können. Diese Handlung wäre ein Kampf. Was für ein Kampf? Wo bist denn du? Mit wem kämpfe ich gerade? Ich kämpfe doch mit niemandem. Komm, machen wir's anders. Zack. Wir kämpfen immer noch angeblich. Okay. Dann machen wir es so. Eieieiei. Und wieder zurück. Zack. Manchmal, ne? Manchmal ist das Spiel einfach nur crazy. So. Ah, da bist du ja. Lumenstein-Katalysator verarbeiten. Wir haben ja ein paar Punkte erhalten. 22. Stärken. Oh, was denn das? Lumensteinerz. Das Roherz aus dem Lumenstein. Okay, das muss ich erstmal finden. Aktuelle Wirkung. Erz zu den großen Kopf unter dem Empfang für ein kleiner Bereich um deine Figur herum wird beleuchtet. Durch verbrauchte Energie im Lumenstein kann die Energie bestimmte Vorstellungen aufgeladen werden. Okay, danke für die Info. Okay, wir haben schon mal Level 2 erreicht. Jetzt können wir eigentlich weitermachen. Und zwar, indem wir. Ah, wir können uns nicht hin teleportieren. Okay, dann laufen wir mal hin. Jetzt sehen wir wenigstens die Karte und das erleichtert uns die Aufgabe. So, das sind normale Lumenkristalle. Hier ist. Ah, da ist sie ja. Nice. Geht direkt mit der Story weiter. Das nehme ich natürlich mit. Kristall ist immer gut. Drei Stück auch noch. Nice. Hallo. Bitte sag mal, wie du heißt. Oh. Schon wieder diese Sicherheitshinweis, oder? Ich bin es so leid, das zu hören. Ich bin auch in den Minen aufgewachsen. Könnte ich also die Gefahren der Minen nicht kennen? Wenn es um Unbekanntes geht, stützen sich die Eltern immer so gern auf ihre Erfahrung, um festzustellen, ob es gefährlich ist oder nicht. Und verwenden dann wieder um ihre Urteile, um ihre Erfahrung zu rechtfertigen. Ich habe die Nase voll und ihrer Arroganz. Ah, ich habe die Nase voll von ihrer Arroganz, okay. Bla 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 bla. Oder Zickensache möchte ich nicht wissen. Das könnt ihr untereinander klären. Gut, dann lass uns losgehen. Das hört sich doch schon mal besser an. Beginnen der Erkundung der großen Kluft. Geh zur ersten Stelle mit den Veränderungen und untersuche sie. Ganz, ganz viele Quests. Nice. Aha. Aktivieren wir mal diesen Teleportationspunkt hier. Schieße Schießungsaufträge ab. Ja, schön und gut, aber kannst du das mal auch auf der Karte markieren? Funktioniert das so? Yes. Hier sind zwei Kristalle. Sind die unter mir? Ich würde die gerne mitnehmen. Und das ist auch eine Herausforderung.
War das eine Herausforderung, die ich schon mal versucht habe? Nein, sonst wird es nicht so aussehen. Aufladen. Gesammelte Menge, was? Wo sind die? Ah, da. Ab geht's. 33 Sekunden. Echt knapp. Und dann bin ich noch auf diesem Scheiß hier. Nice. So, die Herausforderung ist oben. Muss wieder hoch. Ich will aber schauen, ob diese Kristalle hier unten sind. Und was für Kristalle das sind. Ist es der? Was ist das? Nee, das ist was anderes. Angeblich soll vor mir direkt ein Kristall sein, aber ist es nicht. Also machen wir hoch. Ich wollte die Quest abschließen. So, das war ein bisschen dumm. Wäre es besser, wenn wir auf die andere Seite gehen und dann rüberlaufen? Besser als zu klettern, oder? Jop. Sieht doch besser aus. Ja, noch nicht optimal, aber viel besser. Kann ich wenigstens auf diese Seite hier. Und da sehe ich schon mal so ein Springportal. Oder besser gesagt, Springplattform. Kann man hochspringen. So. Hui. Zack. Das ist so geil. Oh. Nervig. Gott sei Dank gibt es diese Springplattform, ehrlich. Sonst hätten wir hier die ganze Zeit klettern müssen. Was ist denn das? Ach nee, ist es noch die eine Seite, wo ich, wo dieser eine Gegner sich verpisst hat? Ja. Ich will mal schauen, ob es der hier ist. Komm her. Komm, streng. Alter, wie schnell der ist. Oh! Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Okay. Wenn er stirbt, dann ist gut. Nice. Aber hat nichts gebracht. Ey, wieso habe ich jetzt diese Truhe aufbekommen? Das ist echt seltsam. Wie gesagt, hier waren drei Gegner. Einer ist runtergefallen. Und der kommt nicht wieder irgendwie. Hauptsache, der kommt wieder, dieser Vogel. Ach, scheiß drauf. Komm. Also, wenn ihr hier versuchen solltet, die Gegner zu killen, dann sorgt dafür, dass sie nicht runterfallen. Sonst habt ihr diesen Schlamassel. Geht zur ersten Stelle. Okay, weiter geht's. Das explodiert. Achtung. Oder mit da fotografieren. Kann ich nicht, weil der nervt. Töten wir den schnell. Okay. So, jetzt aber fotografieren. Kamera auf richtiger Position. Dann einmal fotografieren. Zack. Speichern. Und ab geht's. Alter, wie ein Geist. Schwarz und klebrig, ja. Besiege die von schwarzen Scham befallenen Monster. Ja, ich habe nicht die richtigen Einheiten. Mich verarschen? Ja, toll. Alter. Nicht schön. Nicht fair, was sie macht. Kommt schon. Wenigstens einer. Oder auch nicht. Nice. Das ist gut. Ja, das gefällt mir. Jetzt habe ich euch. Geh zur zweiten Stelle. So, bevor ich da hingehe,
will ich eine Sache machen. Einmal will ich mich heilen. Und zwar. Oh. Wusste gar nicht, dass man das futtern kann. Krass. Die habe ich ja im letzten Video ganz viele davon gesammelt gehabt. Vielleicht kann man danach mit denen kochen. Würde Sinn machen. So, die zweite Stelle. Wer bist denn du? Auftrag abgeschlossen. 30 Urgestein, nice. Geh zu dem Schatzräubern besetzten Lager. Wo müssen wir da zurück? Ich will aber gerne wissen, wer das war. Komm, wir aktivieren das erstmal. Hier ist ja auch ein Teleportationspunkt. Nice. Dann machen wir das später hier. Hier ist eh ein, Eidechse. Gut. Gut, dass wir so weit gelaufen sind. Jetzt können wir hin und her teleportieren für die Quests. Finde ich sehr entspannt. Hier sind auch diese komischen Pilze, die ich gesammelt hatte. Ja. Stimmt, uns scheint, dass die jemand verhaftet haben. Okay. Wie bist denn du? Nimm rein. So, die scheinen wir auch. Und die kill ich so. Öffnen. Klitofu. Oh, danke, ihr Helden. Danke, dass ihr mein Leben gerettet habt. Aus der Mine. Verkaufst also falsche Medizin? Hört sich nicht nach einem gescheiten Typen an. Okay. Sprengstoff zu mischen. Oh, das hört sich gut an. Das brauche ich hier. Da gibt es ein paar versperrte Wege. Und ich glaube, mit dem Sprengstoff können wir das dann sozusagen freiräumen. Sehr nice. Das gefällt mir. Ich merke schon, in welche Richtung das gerade geht. Und das gefällt mir. So, hier ist ein bisschen Zeug, was ich mitnehmen möchte. Anscheinend war ich da vorne noch gar nicht. Okay. Ich habe doch keinen Bock auf dich. So schnell weg. Ich komme wieder. Was ist denn das da unten, das so komisch leuchtet? Krass. Das sind diese, ach, ich weiß nicht mehr, wie diese Einheiten heißen. Vanilloidi oder keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß es nicht. Der Reputationspunkt ist oben. Das ist scheiße. Ich möchte es gerne haben, aber ich sehe da eine Sprungplattform. Das nehme ich dann direkt mit. Ach, ich finde die Dinger so geil. Die hätten die viel früher aktivieren müssen. Schaut euch das mal an. So geil. Wie komme ich komplett hoch, aber? Hier vielleicht so. Zack. Ja, sieht gut aus. Doch nicht gut.
Nochmal hier hoch. Nice. Und hiermit. Dann kann ich in Ruhe die Quest abschießen. Ohne Stress. In your face. Alter. Okay, das war knapp. So, die können wir ignorieren. Killen wir mal die schnell, die Nerven. Und weg mit euch. Oh, die sind alle tot. Nice. Der Regelungsmechanismus ist noch nicht heraus und zeigt Anzeichen von Schmierung. Er scheint auch noch nach der Versiegelung der Mine gepflegt worden zu sein. Okay. Hat wohl jemand benutzt, da? Und da ist so ein versperrter Weg. Bin mal gespannt, ob wir das jetzt benutzen werden. Hallo? Ich dachte, wir benutzen das jetzt. Hoch oder was? Gut. Dass wir das hier freigeschaltet haben. Aber ohne Spaß, ey. Anscheinend doch nicht oben. Unten. Hier. Das ist es. So ein Pech, das Tor ist verschlossen. Aha, Schlüssel. Schlüssel finden wir schon, mein Lieber. Auftrag abgeschlossen. Kehrt zum Lager des Ökonomstrupps. Einmal schwarz, einmal rot. Okay. Vielen Dank für deine Hilfe. Nimm bitte das. Bla, 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 bla. Okay, wir haben die Quest abgeschossen. Lungensteinerz. Ah, wie bekommst du die Quest? So. Ich würde mal sagen, die Quest ist abgeschossen. Wir machen im nächsten Video weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.